Er war furchtbar abhängig von dem, was man ihm riet, nicht wahr? Das konnte ans Komische grenzen. Mein Bruder Michael, Germanist, damals Professor in Berkeley, sprach mir einmal mit Bewunderung von den Klassikerausgaben, die in Weimar, da gibt es dieses große, ich weiß nicht, gemacht werden, nicht wahr? Also eigentlich besser als die deutschen, bundesdeutschen Ausgaben. Das stand in einem Brief von ihm. Und ich habe das ziemlich in den Worten von meinem Bruder Michael Brandt erzählt. Und Brandt nahm das wörtlich in seine Rede zum Zustand der Nation im Januar des nächsten Jahres. Und er schickte mir diese Rede, die lag auf meinem Tisch hier. Und mein Bruder Michael sieht diese Rede und sagt, das ist ja von mir. Er hat das also um zwei Ecken von meinem Bruder Michael übernommen und einfach hineingesetzt. Ich meine, so ging es dazu nicht. Er war sehr abhängig von dem, was andere ihm, Ideen, die anderen ihm gaben. Ich glaube nicht, dass er selber sehr ideenreich gewesen ist. Das ist nicht mein Eindruck von ihm gewesen. Die wahren Probleme zu erkennen, die Wirklichkeit um sie herum zu analysieren, das war wohl auch Ziel Ihres Philosophiestudiums bei Karl Jaspers. Wie sind Sie darauf gekommen, ausgerechnet zu ihm zu gehen, ausgerechnet Philosophie zu studieren zunächst mal? Ihr Interesse für Geschichte war ja schon da. Er nahm seine Aufgabe ungeheuer ernst, nicht wahr? Er war als Erster da, aber in einem im Professorenzimmer, nicht wahr? Und kam dann, wenn alle sich versammelt hatten. Wer zu spät kam, durfte nicht mehr herein. Der musste wieder umkehren, nicht wahr? Auf die Anatomie kann ein Student kommen und gehen, wann er will, ein Medizinstudent. Aber in ein philosophisches Seminar kommt man oder kommt man nicht. Es sollte also sehr ernst sein, nicht wahr? Sein eigenes Erklären irgendeines Satzes, einer These, einer Seite, nicht wahr? War überaus genau vorbereitet und überaus klar und scharfsinnig. Er hat sich unendliche Mühe gegeben. Es war das einzige Seminar, was ich erlebte, was eigentlich die Zeit, die man da verbrauchte, wert war. Auf alles andere hätte ich verzichten können. Auch in seinem Kolleg gab er sich die allergrößte Mühe. Er war ja krank, nicht? Und dass er dann, er durfte wohl noch 2 Jahre im Dritten Reich lesen, aber dann ab 35 nicht mehr, also eigentlich volle 10 Jahre, hatte er Ruhe. Es war natürlich eine beängstigende Ruhe. In den letzten Jahren war das Ehepaar immer im Begriff, eigentlich abgeholt zu werden und vergast zu werden, nicht wahr? Man hat ihm nahegelegt, seine jüdische Frau zu verlassen. Immer wieder, der Kreisleiter, Nazi-Kreisleiter von Heidelberg, war ein Volksschullehrer und ein Verehrer von ihm, nicht wahr? Und der sagte mir immer, Herr Professor, es wäre doch so schön, wenn Sie Ihre Studenten wieder lehren könnten, was sie zu lehren haben. Ein Federstrich und Sie sind frei, nicht wahr? Er hat mir das später genau beschrieben. Ich habe auch einen langen Brief von ihm, in dem er das beschreibt, den er mir nach Amerika schickte. Er durfte nicht zu sehr auftrumpfen. Das hätte sie zornig gemacht. Er durfte nicht zu demütig sein, das reizte den Sadismus, nicht wahr? So viel Psychologe war er nicht mehr. Sondern er musste sagen, geben Sie mir 14 Tage Zeit. Nach 14 Tagen kam er zurück, sagte ganz trocken, ich habe es mir überlegt und es kann eben doch nicht sein. Weiter gar nichts, nicht wahr? Und dann ließ man ihn gehen so wie er es mir erzählte, und das kann er ja nicht erfunden haben, er wäre etwa 3 Wochen nach dem Einmarsch der Amerikaner in Heidelberg, wäre er und seine Frau abgeholt worden, nicht wahr? Um vergast zu werden, nicht wahr? Also die Amerikaner haben mein Leben gerettet, sagt er, und wie kann ich dann gegen die Amerikaner sein, nicht? Da war er ganz ehrlich. Er hat dann einige Wochen danach, das habe ich dann aufgenommen und wir haben es in Luxemburg im amerikanischen Radio gesendet, zur Wiedereröffnung, das war die erste deutsche Universität, die wieder geöffnet wurde, die Heidelberger, hat er eine großartige Rede gehalten, eines der besten Sachen, die er je geschrieben hat, in ihrer vollkommenen Ehrlichkeit, und eben auch im, 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 im,
im Unterscheiden von was Wissenschaft darf und was sie nicht darf und wo Wissenschaft verbrecherisch wird und so weiter und so weiter. Der Versuch einer Aufarbeitung der Katastrophe, ja, die geschehen, ja, war. Ja, ja. Ich hatte das vorher und auch lange nachher nie so klar männlich und deutlich und auch wissenschaftlich klar dargestellt gesehen. Die Rede haben wir dann gesendet. Und ich kam erst einige Monate später im Winter wieder nach Heidelberg zu ihm, dann öfters. Und da sagte er mir, der Golomann hat mich berühmt gemacht, da war er sehr ehrgeizig. Das ist tatsächlich von verschiedenen Sendern aufgenommen worden und er bekam Briefe sogar aus Australien davon. Das hat ihm dann wieder, er wollte schon auch wirken, er war ehrgeizig. Welcher Autor ist das nicht, nicht mehr? Und dann haben wir uns ja viele Jahre lang gut vertragen, bis es dann zu einem bedauerlichen Ende kam, das ich sehr bedauert habe, aber nicht bereuen kann eigentlich, denn ich hatte einen Grund, seine Lieblingsschülerin anzugreifen. Anna Arendt. Ja, wegen eines Buches, was ich für geradezu verhängnisvoll gehalten habe, nicht wahr? Nicht? Welches Buch war das? Eichmann in Jerusalem, nicht wahr? Indem sie eben eigentlich, doch es lief darauf hinaus, dass die Juden sich selbst verfolgt haben, nicht wahr? Nicht? Und dann wieder Thesen, wie das, es waren so viele Sophismen drin, nicht wahr? Also, dass die Juden sich selbst verfolgt haben. Dann wieder, dass man keinen Juden retten durfte. Nicht mal, es kam doch immer wieder in Deutschland vor, dass es irgendeinem wohlgesinnten Menschen gelang, einen Juden zu retten, weil er, ich weiß nicht, den Polymerit hatte oder irgendein großes Verdienst in Deutschland hatte und so, der dann also noch herausgelassen wurde, am Leben bleiben konnte und so. Das durfte man nicht, laut Hannah Arendt, weil man damit ja die Verfolgung und den Holocaust an sich bejahte. Nun, welcher Sophismus ist das nicht? Ich meine, natürlich musste man so viele Juden retten, wie man eben retten konnte. Nicht? Doch klar. Nicht? Also das Buch steckte von geradezu verhängnisvollen Sophismen. Die Banalität des Bösen ist vielleicht das bekannteste Wort aus diesem Werk. Ich meine, was soll uns denn eigentlich? Ich meine, dass der Eichmann ein armer Narr war, will ich schon glauben, aber Hitler war durchaus nicht banal. Das war ein ungewöhnlich böser Mensch, aber keineswegs banal. Im Gegenteil, er war in vielen Beziehungen überlegener, überaus schlauer und politisch erfahrener und enorm wirksamer Politiker, der ja alle deutschen Politiker spielend in die Tasche gesteckt hat und dann die französischen und englischen auch. Nicht? Also man kann ihn nicht banal nennen. Er war böse, aber keineswegs banal. Wie ist es zu erklären, dass Jaspers das mit seinem großen Sprachverständnis, mit seiner enormen Genauigkeit nicht verstand, sondern sich sogar für dieses Buch einsetzt? Er hat einzelne Besprechungen überall geschrieben. Ja. Er hat sich für Bücher von ihm eingesetzt, die er gar nicht gelesen hatte, wie ich ihm nachweisen konnte. Er liebte sie. Neben seiner Frau liebte er vor allem Hannah Arendt. Und die Liebe macht blind, nicht? Aber das hätte einem Philosophen nicht passieren dürfen, nicht? Und dass er also mich in einer entschieden beleidigenden Weise aus dem Kreis seiner Freundschaft entlassen hat, weil ich Kritik an Hannah Arendt geübt hatte, nicht wahr? Was er ja getan hat, nicht wahr? Ich habe das sehr bedauert, aber ich wiederhole, dass ich von Jaspers gelernt, was Philosophie heute überhaupt noch sein kann, nachdem sie sich ja von allen Wissenschaften getrennt hat. Sie kann von jeder Wissenschaft Gebrauch machen, nicht wahr? Bleibt aber immer etwas wesentlich anderes. Sie ist keine Wissenschaft, sie ist nichts Eigenständiges. Sie hat keinen wissenschaftlichen Gegenstand, wie das so altmodische Philosophen in Heidelberg, wie der alte Rickert noch glaubt, nicht wahr? Die Philosophie will wissen, was die Welt ist. Ja, das kann die Philosophie niemals erfahren, nicht wahr? Hat deshalb Jaspers auf seinem Totenbett gesagt, es war alles umsonst, weil die Philosophie ja im Eigentlichen gescheitert war und er das entdeckt hatte im Grunde? Nein, da meinte er alle Anstrengungen, die er gemacht hatte, um die Menschheit, die Deutschen, die Europäer, die Menschen überhaupt
die großen Gefahren zu sehen, vor denen sie stand. Er hat ja ein großes Buch über die Atombombe und die Zukunft der Menschheit geschrieben, dass eben etwas innerhalb, in allen Menschen, in allen Herzen wesentlich anders werden müsste, um die Katastrophe, den endgültigen Holocaust zu vermeiden. Nicht? Und er meinte zum Schluss, das ist ihm nicht gelungen. Er hat vielen Lesern etwas gegeben und mehr konnte er eigentlich nicht erwarten. Ich meine, da hat er sich vielleicht ein bisschen zu viel zugetraut. Der Heiland war er nicht und ein Mensch kann die Menschheit nicht wesentlich verbessern. Das ist unmöglich. Das hat nicht einmal Gandhi gekonnt oder das hat keiner gekonnt. Aber sie etwas heller zu machen, etwas aufzuklären, nicht viele Millionen, aber doch Hunderttausende in Deutschland und in anderen Ländern, er wurde ja auch übersetzt, das hat er getan und ich wäre an seiner Stelle eigentlich mit seiner Lebensleistung durchaus zufrieden gewesen. Aber er hatte wohl höheren Ehrgeiz gehabt und Besseres auch oft. Wir müssen noch einmal zurückgehen, glaube ich. Als Sie Hitler zum ersten Mal in einer Versammlung sahen, tat er Ihnen leid. Schreiben Sie, er regte sich so sehr auf und würde sein Ziel ja doch nie erreichen, so wörtlich. Dachten Sie das damals? War das Ihr Gefühl? Ja, ich meine, ich schäme mich heute, mich so geirrt zu haben. Dass er was konnte, habe ich schon gemerkt. Es ging etwas von ihm aus. Ich war da mit einem Freund, der rein jüdisch war, der mir ein paar Mal zuflüsterte, er hat ja recht. Was ich dann in der Schweiz, in meiner lieben Schweiz noch öfters gehört habe, bis zum Jahre 40 hin, nicht wahr? Er hatte etwas, konnte etwas ungeheuer Suggestives haben, das hatte er. Im Übrigen konnte man schon sehen, wie die ganze Sache aufgebaut war, welches Theater da ganz planmäßig und geschickt, wie die Lampen bewegt wurden und dann diese säulenhaften SS-Leute zu seiner Seite, nicht wahr, die starr, also mit starren Masken und nur einmal ein zartes Lächeln sich erlaubten, was sie an diesem Abend schon viermal sich erlaubt hatten, denn er hatte in drei Sälen gesprochen, bevor er zu uns kam, und immer das Gleiche natürlich nicht. Und die Leute kamen immer mit ihm, begrüßten ihn jubelnd am Tor, obwohl sie ja mit ihm gekommen waren, es ist alles Theater gewesen, aber ein meisterhaftes Theater, zu durchschauen, wenn man ein bisschen aufpasste, nicht wahr. Aber noch habe ich ihn damals nicht ernst genommen. Das war Herbst 28. Er hatte ihm bei den Wahlen, Reichstagswahlen, Frühling 28, ganze 12 Sitze im Reichstag gewonnen. Anderthalb Jahre später 107. Und das war die Wirtschaftskrise, das war die Arbeitslosigkeit. Das konnte man doch mit Händen greifen, nicht wahr? Das war nicht wahr, nicht? Geschichtsbetrachtung sollte nicht Spekulation sein, aber ich frage Sie trotzdem, einfach als Gedankenspiel, wäre Hitler, wie viele seiner Genossen 1923, erschossen worden oder wäre er ein vielleicht hervorragender und erfolgreicher Kunstmaler geworden und nichts anderes? Hätte das Dritte Reich dann eigentlich in dieser Form stattfinden können? Ganz sicher nicht, ganz sicher nicht. Er war der Einzige, der das konnte. Er war seinen Konkurrenten innerhalb der Partei, da gab es ja bessere wie Gregor Strasser oder so, weit überlegen. Und da war allen seinen Gegnern, den Konservativen, den sogenannten Deutschnational und den anderen, wer immer es war, turmhoch überlegen. Also niemand kann sagen, was ohne Hitler gekommen wäre, aber das nicht. Genauso wenig wie niemand sagen kann, was ohne Lenin in Russland gewesen wäre. Das sind zwei, also Lenin ist nun von Hitler sehr verschieden, insofern er ein großer Theoretiker war, aber eben auch ein genialer Stratege und Taktiker der Revolution. Und ohne ihn wäre das nicht gekommen, nicht mehr. Zum Beispiel Stalin, der ja vor ihm da war, nicht, der war aus Sibirien gekommen, ja. Schon im Frühjahr, nicht, während Lenin ja erst im Sommer kommen konnte, dank der genialen Idee des Generals Ludendorff. Dieser Lenin wird Revolution machen und wird mit uns jeden Frieden abschließen. Was zum Beispiel Stalin und Molotow nicht getan hätten. Stalin wollte ja weiterkämpfen. Nicht? Der war zu sehr Militär. Nicht wahr? Während Lenin
wir unterzeichnen jeden Frieden, nicht wahr? Das hält ja doch nicht, was wir da unterzeichnen. Und damit nur können wir unsere Revolution retten. Das war Lenins Entschluss, nicht wahr? Und dann seine Idee, sofortiger Friede und alles Land an die Bauern, nicht wahr? Damit hat er gewonnen. Kein anderer hätte das fertiggebracht.